Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir in der Region Schladming-Dachstein unterwegs. Es kochen für Sie jeden Tag zwei Köche, zwei Gerichte und folgende Speisen gibt es heute für Sie. Wir machen einmal einen Suppentopf mit Rindfleisch, Kräuterfafel, Wurzelgemüse und Schnittlauchöl. Und in der zweiten Runde gibt es Spinat-Miso-Suppe und Kohlrabi. Es kocht einmal für Sie Richard Rauch. Den Beginn macht aber eine wunderbare Hüttenwirtin von der Brandalb, Erika Schrempf. Grüß dich, Erika. Servus. Ich habe erst gestern einen Schrempf bei mir in der Sendung gehabt. Hast du ja alle Schrempf, oder? Sagen wir 80% der Ramsauer. Liebe Ramsauer, liebe Schrempf. Schrempfer. Wir machen ganz was Klassisches, gell? Suppentopf einmal. Wir machen den Brandalm-Suppentopf. Mhm. Mit Kräuter, also da sind Kräuterfarfeln noch drinnen. Mhm. Aber ich glaube, wir stellen vielleicht zuerst einmal die Suppe zu. Ich würde dir das noch schneiden, wenn du magst. Bitte, das war nett, ja. Du teilst mir ein, gell? Ja, ich wär sagen, wenn ich die brauche. Ja, unbedingt. Also, ich nehme jetzt einmal einfach den. Da hast du gesagt, kleine Würfel, gell? Magst du haben? Kleine Würfel, ja. Kriegst du. Mhm. Okay. Gut. Dann dazu nehme ich einmal ein paar Knochen. Mhm. Das Rindfleisch, das haben wir da schon vorbereitet. Die Karotten, die schneidet man auch noch ein bisschen, bitte. Du, was sind Fafeln? Das sind, im Prinzip sind das eigentlich nicht viel was anderes wie große oder größere Nockerl. Mhm. Okay? Also die macht man in heißem Wasser, tut man es reinschauen in das kochende Wasser. Und schöpft man dann in die Suppe ab. Okay. Dann geben wir ein bisschen Lauch dazu. Dann tun wir ein bisschen an Sellerie rein zum Suppen zustellen. Ein bisschen an Petersilie. Ein bisschen an Liebstöckel. Da sollte man nicht zu viel erwischen, weil sonst schmeckt man es ziemlich aus. Streng, okay? Liebstöckel ist immer sowas, das und kann man. Und dann warte ich noch auf deine. Kriegst du. Kleinen Sacherl. Okay. Und dann hast du da links drüben, hast du dir die Zwiebelschalen vorbereitet? Ja, die tue ich aber ganz gerne rein, damit die Suppe ein bisschen dunkler wird. Mhm. Weil sonst ist sie so extrem hell und da finde ich, wie das wirkt, als wenn man dann eine falsche Suppe hat. Gell? Keine echte. Du kochst dann auch auf der Brandalm? Ja. Stehst du in der Küche? Ja. Wann habt ihr offen? Ich bin zwar nicht immer mehr oben, weil ich bin eigentlich schon die Seniorchefin. Geh auf. Ja, und aber ich helfe noch gern aus, sagen wir mal so. Das ist aber nicht. So, dann stellen wir das Ganze. Mhm. Magst du Wasser dazu? Da haben wir auch Wasser dazu. Kaltes Wasser, bitte. Salz, Pfeffer irgendwie? Die Pfefferkörner und die Lorbeerblätter, die haben wir auch noch dazu. Dann. Mhm. Seit wann gibt es die Brandalm? Seit 40 Jahren circa, also gut 40 Jahre. Ja. Und wir haben halt so ganz klein eigentlich angefangen mit ein paar Biertisch. Und im Laufe der Zeit hat sich das Ganze halt ein bisschen vergrößert und ja, sind wir halt gewachsen, ein bisschen, sagen wir mal so. Ja, schön. Okay. Wir reden dann gleich noch drüber, weil ihr habt eigentlich eine relativ gute Route, wenn man Skitouren gehen möchte oder rodeln möchte bei euch, oder? Ja, ist ideal. Ach, rodeln für Leute mit, entschuldige, da haben wir noch ein paar Wacholderbeeren dazu. Da vorne sind, glaube ich, die Pfefferkörner. Und die finden wir. Die magst? Pfefferkörner noch ein paar. Sehr schön. So, dann können wir das Ganze eigentlich schon zustellen. Gut, kannst du ruhig schon rüber? Ich suche uns einen Deckel, oder? Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Genau. Und dreh mal auf da auf volle Power, hätte ich gesagt. Genau. Gehen wir dem einmal. Danke. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Fafeln vor. Gut, da brauchen wir ein halbes Kilo. Nehmen wir jetzt einmal ein halbes Kilo griffiges Mehl. Mhm. Dann tun wir es einmal ein bisschen salzen. Mhm. Sagen wir einen Handel voll, gell? Ja. Und wenn du dann. Ja, was brauche ich bitte? Den Liebstöckel. Ja. Ganz klein schneiden, ja. Weil die kommen direkt in die Farbe hinein. Mhm, ich tue dann nochmal drüber hacken und beim Schnittlauch das Gleiche. Beim Schnittlauch das Gleiche.
Ich glaube, der Andreas Döllerer hat einmal Fafeln gemacht in der Sendung, was ich mich erinnern kann. Da habe ich das schon mal gehört. Aha. Ja, aber so mit der Kombination, dass der Schnittlauch drinnen ist und eben der Liebstöckel, das glaube ich, das, ja, das ist ein ganz, war jetzt noch nicht. Ist wieder mal ein bisschen eine andere Variante, gell? Mhm. Schau her, ist dir das klar genug so, wie ich mich da sehr bemüht habe? Ja, das passt sehr gut. Chefin. Wo ist die Piste, wo man da rodeln gehen kann bei euch? Und es ist eigentlich ein Ski- und Wanderweg, der von Richtung Türlwand, also unterhalb, also direkt von der Gondelstation am Dachstein-Gletscher rauf, führt die Weg Richtung Ramsau hinunter. Mhm. Okay, ist also ein Verbindungsweg praktisch für Skifahrer, für Winterwanderer, für Tourenskigeher, ist sehr beliebt. So, dann das Mehl habe ich jetzt ein bisschen gesalzen. Mhm. Dann gehen wir also den Schnittlauch und du gibst mir bitte Liebstöckel und Petersilie rein. Mhm. Dann werden wir das Ganze vermischen. Ich nehme aber ganz gern halb Milch und halb Wasser. Ich tue es jetzt einfach einmal noch nicht ganz rein, damit ich sehe. Und wie es halt am leichtesten und am besten geht, ist einfach mit den Händen richten. Ja, genau. Da hast du aber sowas von recht. Erika, darf ich fragen, bist du in der Ramsau geboren? Ja, oder? Ich bin eine waschechte Ramsauerin. Wie würdest du den Charakter der Ramsauer beschreiben? Oh, wie soll ich sagen, an und für sich sind sehr liebe Leute, gell? Ja. Aber wir bezeichnen uns Ramsauer alle so ein bisschen, also Insulaner, gell? Weil, ja, wir sind so ein bisschen eine eigene Insel da oben. Ja. Also wir sind schon ein bisschen dickschädiger und ein bisschen von stur? Uns eingenommen, sagen wir mal so, ja, weil wir so stolz sind auf unsere Ramsau. Ja. Die Eier, brauchst du die da dazu? Genau, die wollten wir ja gleich vergessen. Zwei oder eins? Eins reicht mir. Ja, danke. So. Und jetzt, was könntest du noch brauchen? Ein Brettl zum Reinreiben wahrscheinlich? Ein Brettl, ja. Und so das Wasser habe ich da schon aufgestellt. Ich weiß nicht. Das kochen, bitte. Ja, ist Salzwasser. Mhm. Ja. So, dann hätten wir das fertig. Dann werden wir da gleich einmal das Ganze rüberstellen. Mhm. Ich habe dir das da näher rangeruckt, gell? Ist besser ja, für dich, oder? Ja, das ist lieb. Da hast du es mitgebracht auch noch? Der ja, Spezial? Das ist mein Werkzeug. Wasser, ja? Ja. Das geht dann so rein? Genau. Bin ich gespannt. Jetzt schon wieder kurz. Ganz groß sollten es auch nicht werden, weil das Essen ist nachher besser, wenn die gar so große Brocken sind. Gell? Wie viele von denen machst du in der Saison? Na ja, einige. Das merkt man. Aber du hast da irgendeine Spezialtechnik, oder? Dass das so schnell dahin geht. Ich glaube einfach, das, weil man es öfter macht oder weil man schon etliche Jahre die Sachen tut. Ja. Das ist schon ganz automatisiert eigentlich. Ja, irgendwie wird man halt nachher schneller. Ja, die schwimmen eh schon ganz gut. Ja, so wie so kleine Wolken, gell? Kommen schon rauf, gell? Der Richard, der kommt übrigens nach dir dann noch in die Sendung. Auch mit einer Suppe. Der versucht da irgendwie an dich heranzukommen. Naja, oder umgekehrt, gell? Du hast da so richtig ordentliche Suppenschüsseln ja, mitgenommen. In die Suppenschüsseln, der man den Brandalm Suppentopf dann ein. Wir haben übrigens alle Rezepte von dir gesammelt bei uns auf den Homepages. Im Teletext steht dann auch der Rezept drinnen, Seite 356 und in der Nachlese. Gut. Dann geht es eigentlich langsam in die Zielgerade, oder? Ja, waren wir eh flott, gell? Das ist super, oder? Wir haben ein ordentliches Tempo vorgelegt, Erika, gell? So schnell geht es in der Ramsau nur selten zu, oder? Vielleicht beim Skifahren. Oder beim Rodeln, gell? Ja. Magst du ein bisschen ein Schnittlauch zum Ausgarnieren haben? Soll ich da einen fein hacken oder brauchst du ja, den gar nicht? Ich meine, es ist zwar, der man lieber nur ein paar so Spitzerl. So Spitzerl? Ein paar so ja. Längere Spitzerl machen, ja. Nur dass man es dann quer dass noch das drüber so legen. Beim Grund genommen haben wir dann das Schnittlauchöl, was wir dann noch drüber. Gut, na dann schauen wir, wie es zur Suppe geht, oder? Ich kann da die Pfaffin, wenn du willst, schon rausholen. Ja. Oder sonst lassen wir es drinnen, dann wir es dann direkt. Gut. In den Suppenteller rein. Schauen wir mal bei der Suppe nach, wie es hier geht. Das passt gut. Mhm. Ich hole jetzt einmal einfach das Fleisch raus. Ja, das ist in Ordnung. Und dann schneiden wir uns da noch die Stickerl. Gell? Müssen wir es ein bisschen
ein bisschen abputzen. Nein. Die Gäste sind ja empfindlich. Nein, das musst du mir übrig lassen. Das ist das, was ich am allerliebsten habe. Das legst du mir jetzt auf den Teller. Okay. Das ist doch das Beste. Ja, ey. Aber und das Gesündeste. Das Gesündeste? Das ja, sicher, das ist für die Haut, für die Knorpel, für die Knochen, sagt man. Ja, ey. Das ganze Kollagen ist da drinnen. Statt die Gummibärli, gell? Ja, genau. Da, das gibst du mir und das tun wir da gleich. Und dann schneiden wir uns zuerst einmal jetzt die Würferl. Mhm. So, ich weiß nicht, wann es mir tut, die Würfel noch schneiden. Ja, freilich. Bitte. Groß, klein. So, Zentimeter so. Mal. Und da können wir dann die Suppen abseichen. So. Jetzt muss ich da ja noch was rausfischen. Ja, da haben wir nur so die kleinen Würfel, die, gell? Die Würfel da Hilfe da. Okay. Weil die gehören nachher natürlich dazu, gell? Mhm. So, das tun wir noch mit zurück rein. Das tun wir uns gerade. Nehmen wir uns da die Würfel raus. Ja. Da kannst du es dann besser rausnehmen. Genau. Gell? Das will man dann einfach mit einem Löffel raus. Weil das gehört natürlich dazu. Setzt du quasi, wie oft setzt du so einen großen Topf auf bei euch in der Brandalm? Wir tun täglich frische Rindsuppen kochen, ja. Mhm. Mal sicher, wenn eine übrig bleibt, du kannst ohne weiteres nächsten Tag gut verwenden, ja. Gell? Aber es geht sich halt meistens eh so aus, dass man hat das irgendwann im Gespür, wie viel man ungefähr braucht. Sehr gut. Ja. Ich tue das raus, was nicht dazu gehört. Muskatnuss tun wir jetzt auf. Die gehen wir aber zum Schluss ein bisschen rein. Stopp. Danke. Mhm. Gut, dann werden wir anrichten. Mhm. So. Die sind jetzt gut fertig, gell? Die sind einmal schön durch. Und die Leute sollten ja, ich meine, sie sollen ja nicht gleich ganz voll sein davon, weil sie ja hinterher vielleicht auch noch was anderes essen. Ja. Dann nehmen wir ein bisschen Fleisch da drüber, gell? Das Fleisch. Auch nicht zu knapp. Nein. Genau das, so. Ah, da kannst du ruhig noch ein bisschen was drauf. Ah, gib noch das ein. Ich weiß nicht, wir wollen ja keine sparsame Küche sein. Gut. Und das, da darfst du auch noch ein bisschen drauf geben. So. Einfach für die Optik, gell? Genau. Dann die Suppe. Die Suppe. Die Pfaffeln sind schon unten drinnen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei der lieben Erika von der Brandalm. Ah, Schnittlauchöl, gell? Schnittlauchöl darf man nicht vergessen. Mhm. Das schaut gut aus, gell? Das ist aber auch was Gutes. Fein. Und da hast du noch die Spitzen vom Schnittlauch. Mhm. Komm, Erika, du zuerst. Die Pfaffeln. Ja, für mich sind sie nicht so selten, weißt du? Wieso? Ja, für dich schon. Für mich schon, ja, das nicht oft. Mhm. Mhm. Ich habe es fast befürchtet, dass es großartig schmeckt. Gefürchtet ist gut. Danke, liebe Erika. Bitte gerne. Super. Ja, künstlerischer Anschluss an die heutige Suppenküche kommt jetzt von Richard Rauch. Wir haben heute zweimal Suppe. Welche Idee war da dahinter? Na, einmal traditionell, klassisch. Mhm. Von der Erika, von der Brandalm. Tolles Gericht. Mhm. So richtig so herzerwärmend. Yeah. Und jetzt machen wir ein bisschen eine moderne Interpretation mit einer Kokos-Erbsensuppe mit ein bisschen Spinat drinnen und einem lauwarmen Saibling und das Ganze, dass es Umami bekommt, mit Miso. Ach, da reden wir dann gleich drüber. Ich schneide das klein. Yeah. Ja. Du schneidest es mal klein, den Jungzwiebel, genau. Wir haben da Sesamöl. Ein geröstetes, da ist es dann noch intensiver nach Sesam. Welchen Bezug hast du zur asiatischen Küche? Du, für mich ist es so teilweise auch so eine leichte, schnelle Küche. Mhm. Es hat alles sehr, sehr viel Kraft und Intensität. Auch diese Miso-Paste, das ist ja fermentierte Bohnen. Das wollte ich dich fragen, was das eigentlich ist. Fermentierte Bohnen nimmt man für klassische Miso-Suppe her. Mhm. Und in der Kombination mit dem Kokos, die salzige Paste, mit ein bisschen frische Minze, Limette ist drinnen. Und ein bisschen an Saibling werden wir dann verwenden noch dazu. Und ich liebe Sushi, Sashimi, all diese frischen Fischprodukte. Und das kann man ja auch ein bisschen mit Süßwasserfischen machen. Und ja,
Kohlrabi hast du vergessen, den ich gerade so brav schneide. Habe ich fast vergessen. Was tue ich mit dem? Kleine Würfel? Kleine Würfel, genau. Also ein bisschen Einlage auch zum Beißen was. Und da sieht man halt in der Sendung, dass wir jetzt zwei unterschiedliche Suppeneintöpfe haben. Genau. So, das Ganze kurz anschwitzen. Ohne Farbe. Dazwischen werde ich gerne mal im Kühlschrank, ich habe ein Stück Saiblingsfilet mitgebracht. Und zwar einen Seesaibling. Unser sehr, sehr langjähriger Lieferant oder von der ersten Stunde an. Die Familie Schlein aus Weichselbaum. Eine kleine Fischzucht. Und mit denen arbeitet man wirklich schon sehr, sehr gut zusammen die letzten paar Jahre. Und da haben wir ein Filet davon da. Ja. So, jetzt nehmen wir ein paar Erbsen gleich dazu. Die Hälfte einmal. Da kann man gefrorene Erbsen hernehmen. Ich bin einfach, also wenn ich gefrorene Erbsen nehme, ein Sieb, heißes Wasser drauf, dass einmal diese Kälte weg ist, dass einmal aufgetaut sind. Jetzt schwitzen wir das kurz mit an. Ein bisschen Temperatur schalten wir dazu. Genau, und jetzt sind wir beim Saibling stehen geblieben. Der Teller mit dem Sesamöl ist eingepinselt und jetzt schneiden wir so wie... Ganz feine... Genau, wir haben da ein bisschen Sojasauce noch. Sashimi. Sashimi, genau, schau, für dich. Das mag ich kosten, ja. So, ein kleiner Küchenhappen. Die Firma dankt, ja. Genau. Und das ist einfach das Tolle daran, dass man in der Region, wenn man solche Partner hat, der liefert uns fast täglich. Mhm. Und gerade beim Fisch ist es ja um und auf, die Frische. Ja. Und er hat Saiblinge, Lachsforellen hat er, normale Forellen, Bachforellen und dann eine Frischhaltefolie, Silber, werden wir dann brauchen. Mhm. Schau her, die habe ich da schon vorbereitet. Perfekt. Ein wenig Salz noch. Ja. Bisschen salzen und dann stellen wir es bei 60 Grad so 10 Minuten rein, gerade dass er ein wenig angart, dass er noch immer glasig ist. Wie heißt diese Methode? Sagt man da irgendwie gescheit dazu? Nein, also Angaren. Ja, sanftes Garn unter der Folie. Auch keine Sorge, liebe Zuseher zu Hause, Frischhaltefolie bei 60 Grad im Rohr kann überhaupt nichts passieren. Stellen wir da rein. Gut, bei der Suppe. Brauchst du da schon irgendwie Knoblauch dazu? Knoblauch wäre super, bitte, ja. Ja, das waren jetzt 2 Zehen. Ja, das passt gut. Du schneidest ganz unauffällig so dahin, gell? Ja. Misopaste. Die gibt es meistens in so 1/4 Kilo zum Kaufen. Man braucht ja auch nur eine kleine Menge, aber die hält den Kühlschrank ewig. Also wirklich 3-4 Monate ohne was weiteres in ein Glas verschraubt, luftig. Und jetzt gehen wir her, nehmen dann Gemüsefond schon. Wenn man den Fisch natürlich weglässt, dann wäre es eine rein vegetarische Suppe. So, und im Gemüsefond haben wir gelbe Rüben drinnen, Karotten. Wir machen auch mit dem Schalen. Hoppala, schau, jetzt piepst er. Hört klar auf. Hört klar auf. Gut. Mit den Schalen vom Gemüse setzen wir unseren Gemüsefond an. Je nach Jahreszeit geben wir auch ein bisschen ab und zu mal Paradeiser dazu. So, flott aufkochen und Kokosmilch ungesüßt. Das gibt die Cremigkeit. Und eigentlich wäre es auch laktosefrei, das Gericht. Ist ja auch immer wieder schon ein Thema, großes Thema. Jetzt habe ich dir auch schon unauffällig da dieses kleine UFO hergestellt. Genau, das brauchen wir jetzt zum Durchmixen. Genau, so. Und der Spinat kommt in welchem Zeitpunkt dazu? Ganz am Schluss, ganz frisch. Jetzt werden wir ein bisschen Sojasauce noch reingeben. Muss man nicht, man kann auch Salz reingeben. Genau, dann brauchen wir von Limette die Schale und den Saft. Mhm. Kommt sofort. Genau. Direkt rein, gell? Direkt rein, genau. So, und in unseren Mixer gebe ich gleich mal einen frischen Spinat. So. Dann auch die restlichen Erbsen. So. Na dann. Schütten wir es rein? Schütten wir es rein. Schaffst du das mit Schwung rein, oder? Ich werde es versuchen. Ja, oder ich komme hin. Warte mal ganz kurz. Schau her, da.
Kann ja nichts passieren. Achtung. Ja. Genau. Alle Erbsen? Ja, genau, alles nicht. Absala und geschafft. Sehr, sehr gut. Fein. So, und jetzt werden wir das gut durchmixen. Ja. Wir verabschieden uns tontechnisch ganz kurz, oder? Genau, es wird ein bisschen laut. Wird es laut. So, kräftig durchgemixt. Ist das immer, wenn es dann wieder die Ruhe einkehrt. Mhm. So. Ich hätte jetzt nur ein großes Sieb im Angebot. Ja, das brauchen wir. Da bist du ganz richtig. Ein Anliegen ist. Nehmen wir gleich den gleichen Topf her. Der zurück? Ja. Nehmen wir nur durch. Ich muss jetzt aber dazu sagen, wenn ich jetzt zu Hause kochen würde, für die Familie sage ich, okay, braucht man nicht mehr durchpassieren. Man hat dieses Stückerl dabei. Aber durch das Passieren, wir werden jetzt nur die Hälfte durchpassieren, kann man ein bisschen die Konsistenz regulieren. Genau. Wichtiges Thema bei Suppen. Schon, gell? Mach. Zu dicke, bumpige, mollige mag ich jetzt auch nicht ganz. Aber es kommt auf den Moment immer drauf an. Hast du jetzt zufälligerweise einen grünen Teller dabei gehabt? Ja. Du wirst ja immer kreativer mit deinen Tellern. Ich bin schon sehr gespannt, was wir morgen für einen Teller haben. Also das ist ja auch ein bisschen so ein Gruß an das grüne Herz Österreichs, oder? Die Steiermark, ja, da. Definitiv. Der auch Werk. Wir haben da einen sauberen Schöpfer da drüben noch. Einen sauberen Schöpfer, genau, den brauchen wir. Sehr gut. Genau. Bitte. Gut durchdrücken, ja, genau. Sonst kriege ich wieder Schimpfer daheim von der Mama, wenn ich so Uhrrasen tue. Fleißige Seherin, die Mama zu Hause. Liebe Grüße, Mama Rauch. Wir sind ganz brav und sparsam mit allem und gar nichts kommt weg. Genau, das, ich, genau, das bleibt ein bisschen was drinnen. Hat's geschimpft? Ja, was hat's geschimpft? Wenn ich die Töpfe, zu Hause. Ach so. Auch vor allem zu Hause, wenn ich die Töpfe nicht ordentlich ausputze, gell? So. Jetzt geben wir den Rest dazu. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich schon gut beim Anrichten. Okay. Und zwar, wir nehmen jetzt so ein Heiferl voll von dem knackigen Kohlrabi in die Schale rein, bitte. Gar nicht so wenig, genau, super. Mehr, oder? Ja, kannst du noch reingeben davon. Dann. So. Da sehnt man sich schon nach dem Frühling, oder? Ja, stimmt. Ja, da müssen wir nur ein bisschen, jetzt zuerst nur ein bisschen Sport machen. Skifahren gehen, Langlaufen gehen, Skitouren gehen, genau. Rodeln. Schau, ein bisschen Minze noch drauf. Dann gerösteten Sesam. Ah ja, den haben wir auch noch. Genau, und jetzt unser Fisch. Man sieht, wie glasig das er ist und sanft gegart. Und da legen wir jetzt einfach ein paar so Scheiberln rein. Schau. Perfekte Qualität auch. Fertig ist unser moderner asiatischer Suppeneintopf. Mit ein bisschen Kokos, Kohlrabi, Miso und dem Saibling von der Familie Schlein. Großartig. Wir sagen danke Ihnen zu Hause auch fürs Zuschalten. Viel Vergnügen beim Nachkochen. Mahlzeit. Wir probieren. Und dann hat das letzte Wort immer der Richard. Machst du zuerst? Ich beginne, ja. Ja. Das ist. Aber es schaut wunderschön aus. Schön, oder? Ja. Vielleicht auch so in durchsichtigen Gläschen kennt man es auch. Kredenzen als Fingerfood, oder? Zum Runtertrinken. Genau. Passt sehr gut. Köstlich. Kokos, die Limette. Geschmackig. Wunderbar. Vielen Dank. Das letzte Wort hast du, Richard. Kocht es noch, ob es jetzt die Vorfallsuppen ist oder die Kokossuppen. Viel Spaß, guten Appetit. Euer Richard Rauch. Es ist das beste Leben, ja. Wenn du